Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Ich kann vielleicht kurz beginnen mit einer Vorstellung meiner Person. Mein Name ist Lili Litschka. Ich bin Landschaftsarchitektin und leite das Institut für Landschaftsarchitektur als Professorin an der Universität für Bodenkultur. Ich darf heute begrüßen bei uns ganz herzlich Ulrike Wissen-Hayek als Vortragende und neben mir Daniel Zimmermann als Respondenten. Guten Abend. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich auf dieses Format eingelassen haben. Die Vortragsreihe L hoch X, International Lectures on Landscape Architecture, wird von uns hier an der Universität für Bodenkultur organisiert, gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Landschaftsarchitektur. Es gibt diese Reihe seit 14 Jahren und wir laden Vortragende vornehmlich aus dem Ausland, aber auch vornehmlich aus Europa ein, um über Themen zu sprechen, die sich an der Schnittstelle befinden zwischen Universität und Praxis, die an der Grenze zwischen dem Kernfach der Landschaftsarchitektur und ihren Nachbardisziplinen liegen. Und die Vortragsreihe richtet sich an ein Fachpublikum, aber auch an interessierte Laien. Das hängt von dem jeweiligen Thema ab, da jedes Jahr ein anderes Thema dieser Reihe überschrieben wird. Das Thema des heurigen Jahres, LX wird digital, ist nicht der Pandemie geschuldet, was man vielleicht meinen könnte, sondern der Idee und dem Bestreben der Gruppe von Lehrenden hier am Institut, die, ähnlich wie unsere Vortragende, aktuelle Entwicklungen mit einbeziehen und fördern möchten. Es sind die Lehrenden, die das digitale Zeichnen für die Landschaftsarchitektur überhaben. Und ich darf die Namen nennen: Jürgen Furchtlehner, Roland Wück und Julia Backhausen-Nikolic als Institutsangehörige, die ergänzt werden durch externe Lehrende Erik Meinharter und Helge Schier. Wir hoffen, mit dieser Veranstaltungsreihe in diesem Segment eine Weiterbildung auch für uns selbst zu erreichen. In meinem Fall trifft es hundertprozentig zu. Und ich darf nun Frau Wissen-Hayek kurz vorstellen. Ulrike Wissen-Hayek ist seit 2008 Oberassistentin an der Professur von Professorin Adrienne Grévy-Gamet, die heißt Planung und Landschaft von urbanen Systemen im Akronym PLUS an der ETH Zürich. Am Beginn ihrer Laufbahn stand allerdings die Landschaftsgärtnerei in Oberbayern und dann die Praxis in der Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung in Berlin. Sie wechselte dann an die TU München und zwar in den Fachbereich der Ökologie und der Limnologie. Sie hat also die Landschaft aus vielen Blickwinkeln fachlich bearbeitet und betrachtet. Sie war dann GIS-Expertin in Innsbruck und ist seit 2002 in Zürich an der ETH, wo sie 2007 promoviert hat. Sie ist Expertin für die Entwicklung und Umsetzung von GIS-basierten 3D-Landschaftsvisualisierungen und visuell-akustischen Simulationen für die partizipative Landschafts- und Umweltplanung. Zu ihren Publikationen zählen mehrere Artikel im Themenfeld der Energieinfrastruktur, den Renewable Energy Landscapes und Energiesystemen. Ein Paper befasst sich auch mit den Effekten von animierten Punktwolkensimulationen auf emotionale Reaktionen. Es geht also auch in der Landschaft um den Menschen, die sich darin aufhalten. In ihrer Lehrtätigkeit zielt sie darauf ab, Studierende in modernster 3D-Landschaftsvisualisierung auszubilden. Deshalb schauen wir zu ihr auf. Außerdem leitet sie in enger Zusammenarbeit mit der ETH Professur für Landschaftsarchitektur das Landschaftsvisualisierungs- und Modellierungslabor inklusive einem audiovisuellen Labor. Zu Ihrer Information, Frau Hayek, wir sind am Beginn einer Digitalisierungsoffensive, von der wir uns erwarten, dass wir ein bisschen aufholen können hier an unserer Universität. Ich darf Sie nun ganz herzlich einladen, Ihren Vortrag zu beginnen. Visualisierung des städtischen Untergrunds, Entwicklung von Werkzeugen zur Unterstützung resilienter Stadtentwicklung. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Litschka, für die Einführung. Vielleicht noch einfach zur Präzisierung. Also ich habe an der TU München Landschaftsarchitektur und Planung studiert und dort Landschaftsplanung vertieft. Bei den Limnologen bin ich im Rahmen meiner Diplomarbeit dann gelandet und habe aber dort eine GIS-Arbeit gemacht als Abschlussarbeit. Aber eben so kam das zustande, dass ich eben auch dort auch an dem Lehrstuhl war. Ja, gerne teile ich meinen Bildschirm mit Ihnen. Moment, muss ich eben. Ja, ich möchte mich nochmal bedanken für die Einladung, heute hier Ihnen einen Einblick zu geben in unsere Arbeiten. Und der Vortrag heißt ja eben Visualisieren des städtischen Untergrunds und Entwicklung von Werkzeugen zur Unterstützung resilienter Stadtentwicklung. Ich möchte kurz da noch ein bisschen ausholen, wie es dazu gekommen ist, dass der Vortrag diesen Fokus hat. Ich habe dieses Jahr im Sommer einen Vortrag gehalten an der Digital Landscape Architecture Konferenz und dort ein Tool vorgestellt, das wir entwickelt haben zur Unterstützung der Leitungsplanung. Und weil es da auch um Erdverkabelung ging, waren wir eben gefragt, hier eben auch Leitungen im Untergrund in einem Webtool zu visualisieren. Und wir haben dann uns überlegt, wie könnte man dieses Webtool, das eben zur Unterstützung der Planung ja dienen soll, wie kann man das weiterentwickeln, um eben auch eine resiliente Stadtentwicklung zu unterstützen. Und im Rahmen dieses Vortrags möchte ich nun zuerst ein bisschen ausholen, sagen, was ist das überhaupt? Warum brauchen wir resiliente Stadtentwicklung? Wir reden die ganze Zeit ja eigentlich von Nachhaltigkeit, aber was bedeutet dann resilient und was soll der Untergrund in dem Kontext für einen Beitrag leisten? Wieso müssen wir das mit einbeziehen? Und anschließend möchte ich dann eben das Tool vorstellen. Also man wird hier auch ein bisschen etwas über Leitungsplanung, was es da braucht und wie dieses Tool funktioniert, mitbekommen. Natürlich der Fokus dann, wie haben wir die Leitungen im Untergrund hier auch visualisiert, wie haben wir das eingebracht, ein bisschen Technik dazu. Und dann im Sinne eines Ausblicks möchte ich zeigen, wie könnte man jetzt dieses Tool weiterentwickeln, welche Komponenten fehlen da noch, um es eben als Werkzeug für diese resiliente Stadtentwicklung zu gebrauchen. Also, eben, warum wir überhaupt eben resiliente Entwicklung brauchen. Also das ist eine große Herausforderung. Wie schaffen wir es, dass unsere Siedlungen eben beständiger sind oder widerstandsfähiger? Und das unter Anbetracht eben einer zunehmenden Weltbevölkerung. Also wir sehen ja eben hier in der Karte den Stand 2018. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wohnt schon in Städten oder urbanisierten Gebieten. Die meisten dieser Städte sind unter 5 Millionen Einwohner stark. Aber eben wir haben schon 48 Städte mit 5 bis 10 Millionen Einwohner, 10 Millionen oder über 10 Millionen Einwohner. Davon haben wir 33, sind sogenannte Megacities. Man sieht es hier eben, die sind hauptsächlich in Asien, aber auch eben Südamerika. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, sieht man eben, die Städte werden zunehmen in Anzahl, aber auch in Größe. Die Weltbevölkerung wird auf es wird geschätzt, dass circa 60% der Weltbevölkerung 2030 in urbanisierten Gebieten lebt. Und eben, wenn wir 2050 sehen, da wird geschätzt eben 70%. Das heißt also, wir haben die Herausforderung, diese urbanisierten Gebiete eben nachhaltig und lebenswert zu gestalten. Und es ist erkannt worden, dass das ein große Herausforderung ist und die United Nations Organization, also die Mitglieder davon, die haben sich eben auch dann 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung gesetzt, die sogenannten Sustainable Development Goals. Und unter den 17 sind eben einige dabei, die wirklich direkt auf
Städte und Siedlungsgebiete zielen, oder? Ziel 11 zum Beispiel sagt, Städte und Siedlungen sollen inklusiv, sicher, widerstandsfähig, also resilient und nachhaltig gestaltet werden. Und es wird dann weiter konkretisiert, dass bis 2030 eben der allgemeine Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleistet werden soll. Und zudem, also man sieht es hier in Ziel 15, gilt es, die Ökosysteme, Landökosysteme zum Beispiel zu schützen, wiederherzustellen und ihre nachhaltige Nutzung zu fördern. Hier geht es darum, eben die Funktionen und die Leistungen, die diese Ökosysteme erbringen, die eben sicherzustellen und eben davon die Qualität in möglichst hoch zu halten. Und zudem natürlich eben Klimaschutz als große Herausforderung, die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels eben ergreifen. Und gerade wenn man denkt an Siedlungsgebiete, die zunehmenden Starkregenereignisse zum Beispiel, die zu Hochwassern führen können, sind eine große Gefahr, mit der wir umgehen müssen. Aber auch eben Hitzeperioden, die urbanisierten Gebiete, die eben damit zu kämpfen haben, dass sie Hitzeinseln sind und eben mit den ganzen Folgen, die das nach sich zieht. Also es ist eine große Herausforderung, wie wir das bewerkstelligen. Und wenn wir jetzt in die Schweiz schauen, wo ich eben bin, da sieht man eben auch, die Bevölkerung wächst stetig. Also wir haben hier eben drei verschiedene sogenannte Grundszenarien, die bis 2050 gehen. Das ist ein niedriges, mittleres und hohes Szenario, das man eben immer wieder anschaut, weil man weiß ja nicht genau, wie es sich entwickelt, hängt ja von verschiedenen Faktoren ab. Aber in allen drei Szenarien wächst die Bevölkerung und es wird damit gerechnet, dass eben das Bevölkerungswachstum im Schweizer Mittelland, also zwischen Genf und Zürich in den Agglomerationen, aufgenommen werden muss. Also die Siedlungen werden hier weiter wachsen. Und bezüglich der Qualität dieser Landschaften, dieser urbanen und periurbanen Landschaften, da sind im Landschaftskonzept Schweiz eben konkrete Ziele formuliert worden. Das heißt eben die periurbanen Landschaften, die gilt es vor weiterer Zersiedelung zu schützen. Das heißt eben die landwirtschaftlichen Flächen möglichst frei halten von Bebauung und die Siedlungsränder gestalten. Und in den städtischen Landschaften gilt es dann ja eben die Bevölkerung aufzunehmen, Wohnraum zu schaffen. Aber das heißt eben hier qualitätsorientiert zu verdichten, Innenentwicklung zu betreiben, gleichzeitig aber Grünräume zu sichern. Also man merkt schon auch wieder eine große Herausforderung. Wenn man jetzt nach Zürich schaut, zum Beispiel, wie es da um die Qualität eben der Leistung dieser Freiflächen steht. Ich habe hier die Karte des Grünraumversorgungsgrads rausgesucht und da sieht man den Stand von 2018. Also Freiraumversorgungsgrad meint eben, dass die Bevölkerung in fußläufiger Entfernung eben genügend Freiraum zur Erholung vorfindet. Hier sieht man in Grün eben die Freiflächen und die blauen Flächen, also je dunkler blau, desto schlechter ist heute schon der Versorgungsgrad mit diesen Freiflächen. Und in den Erläuterungen wird dann eben gesagt, das liegt nicht daran, dass diese Grünräume oder Freiräume überbaut werden. Im Gegenteil, eben da schaut man, dass sie eben wirklich geschützt bleiben. Es liegt mehr daran, dass eben die Bevölkerung in Zürich wächst. Also der Druck auf diese Grün- und Freiflächen nimmt weiter zu. Natürlich ist es nicht nur die Erholung, die hier eine Rolle spielt, sondern diese Grün- und Freiräume, die bieten auch noch andere Leistungen. Wir nennen das Ökosystem Leistungen und hier sieht man in der Abbildung eine
eine Übersicht der verschiedenen Kategorien dieser Leistungen. Als Grundleistungen, unterstützende Leistungen, habe ich Primärproduktion, Bodenbildung, Nährstoffzyklus, der überhaupt auf dem Boden stattfindet. Das sind Basisleistungen, ohne die kann ich auch die ganzen anderen Leistungen eigentlich nicht erbringen. Die weiteren Leistungen, da sprechen wir von Bereitstellungsleistungen, also wenn man in periurbane Räume denkt, eben Nahrungsmittelproduktion, aber auch Trinkwasser oder Wasserfilterung, Holz, also Wald bietet Holz, bietet mir Brennstoffe, Fasern, regulierende Leistungen wie Klimaregulation, Hochwasserregulation oder Wasseraufbereitung und kulturelle Leistungen. Also da ist eben die Landschaftsästhetik mit gemeint, natürlich auch eben im Siedlungsraum, die Siedlungslandschaft. Dann spirituelle Leistungen. Es gibt Orte, die eben religiöse Bedeutung haben oder sogenannte Kraftorte. Pädagogische Leistungen. Eben ich kann lernen über bestimmte Arten, über Pflanzen, über ihre Zusammensetzung und wie eben die Lebensräume funktionieren. Und Erholungsleistung, eben die Grünräume, die wir brauchen, um uns erholen zu können. Und all diese Leistungen, das wissen wir, die tragen zum menschlichen Wohlergehen bei. Und die können nicht einfach irgendwo bereitgestellt werden, sondern viele müssen eben auch wirklich vor Ort, also in der Siedlung selber eben auch bereitgestellt werden. An erster Stelle natürlich die Erholungsleistung, aber eben auch identitätsstiftende Landschaften. Also wir haben das Problem, dass gerade in Siedlungslandschaften viele Quartiere entstehen, die keinen Charakter mehr aufweisen, mit denen sich die Leute nicht identifizieren können. Man weiß, dass das eben auch Auswirkungen hat, wie sich Leute ihr Quartier dann aneignen oder dass dann nicht mehr dafür gesorgt wird, dass eben es nicht vermüllt oder eben, also dieses Zugehörigkeitsgefühl hängt eben auch damit zusammen, ob ein Quartier, ob eine Landschaft identitätsstiftend ist oder nicht. Dann für die Biodiversität. Wir brauchen eben Lebensräume, in denen Arten sein können, auch im Siedlungsgebiet, gerade auch, wenn ich dran denke, an Trittsteinbiotope, dass sich Arten über größere Gebiete austauschen können, dass der Genpool nicht verkümmert, also dass unsere Artenvielfalt erhalten bleibt. Nahrungsmittelproduktion, ich habe es eben in Bezug auf periurbane Landschaften schon angesprochen, aber natürlich eben auch in den Siedlungslandschaften selber, das Thema nimmt zu, dass man eben auch, sei es in Schrebergärten, sei es auf Dachgärten, eben Gemüse auch produzieren kann unter Umständen. Dann Luftfilterung, eben die Bäume spielen hier eine große Rolle. Die Regenwasserversickerung im Kontext von Hochwasser- oder Starkregenereignissen, dadurch, dass eben unsere Siedlungslandschaften sehr versiegelt sind, kann die Kanalisation das gar nicht mehr alles aufnehmen. Und so kommt es eben auch zu Überschwemmungen. Freiräume bieten uns hier eben Regenwasserrückhaltsmöglichkeiten. Deshalb sind sie auch hier wichtig und natürlich auch zur Grundwasserneubildung. Und schließlich eben auch Mikroklimaregulation. Man sieht hier in dem Wärmebild, welche Leistungen dann eben auch Bäume, Vegetation bieten kann, um das Mikroklima zu regulieren, im Gegensatz eben zu asphaltierten Flächen oder betonierten Räumen. Das wissen wir eigentlich alles. Wir haben auch die Möglichkeiten, diese Leistungen als Indikator zu fassen, als räumlichen Indikator. Das machen wir zum Beispiel bei uns am Lehrstuhl und berechnen CO2-Speicherung, Wasser, Regenwasserregulation, Luftfilterung, Mikroklimaregulation oder Erholungsleistungen. Man kann eben auch diese ganzen Leistungen dann aufsummieren, wie das hier in der letzten Karte gemacht ist. Das ist übrigens auch wieder für Zürich hier aufgenommen. Und also je roter die Flächen, desto höher ist die erbrachte Leistung. Und so sehe ich hier eigentlich, wo sind Hotspots, in denen mir viele dieser Leistungen erbracht werden. Das Problem heute ist, dass diese Ökosystemleistungen noch viel zu wenig in die Planung der Siedlungsentwicklung mit eingebracht werden. Also eben, weil hier
dann wirklich die Ziele, Wohnraum schaffen für die Bevölkerung, auch Räume für die Mobilität, für eine nachhaltige Mobilität, also schaffen. Das sind Fragen, die im Vordergrund stehen. Natürlich dann eben auch, weil das Eigentum ist auf der Parzelle, der Ertrag oder die Kosten. Das sind natürlich alles Zwänge oder Ziele von Einzelnen, die mit berücksichtigt und mit abgewogen werden müssen. Aber eben, wenn ich jetzt daran denke, eine nachhaltige Entwicklung, also wenn ich vielleicht dann genügend Wohnraum geschaffen habe, aber eben es nicht mehr schaffe, das Mikroklima auch entsprechend angenehm zu machen und dann noch denke an den Klimawandel, dass eben vielleicht Hitzeperioden in Zukunft noch weiter, noch stärker werden, noch länger dauern oder zunehmen, dann habe ich hier ein System, das eben vielleicht nicht mehr nachhaltig, nicht stabil ist. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, eben was das bedeutet in Bezug auf Resilienz. Thomas Elmquist und Kollegen haben das in dieser Abbildung sehr schön erklärt. Sie sagen eben, Nachhaltigkeit, das ist normativ. Also man hat bestimmte Werte und ich setze dann eben Ziele, wie zum Beispiel, ich brauche Wohnraum für die Bevölkerung, die mir in dem und dem Zeitraum, mit der ich eben rechne, dass sie eben Wohnraum benötigt. Also muss ich den schaffen. Und ich brauche eben auch einen bestimmten Anteil an Freiraum, den ich hier sicherstellen muss. Aber das sind alles Werte, die wir setzen. Und es reicht aber nicht, dieses Zukunftsbild zu haben, diese Vision, was eine nachhaltige Siedlung dann wäre, weil sich diese Siedlung ja über die Zeit entwickelt. Oder? An vielen verschiedenen Orten finden Entwicklungen statt. Und also ist das ganze System entwickelt sich über einen Pfad über die Zeit. Und resilient meint eigentlich in dem Zusammenhang, dass dieses System über die Zeit, in dem es auf einem bestimmten Pfad sich entwickelt, die Funktionen, die es erbringen muss, in einer bestimmten Qualität eben auch weiterhin leisten kann. Und eben, es ist also ein dynamisches System. Es kann natürlich eben durch äußere Einflüsse, also wie zum Beispiel der Klimawandel, kann dieses System plötzlich eben in einen Zustand geraten, dass es eben Funktionen nicht mehr erbringen kann. Dann würde es abrutschen. Also in diesem Bild hier, wenn man in dieser Abbildung bleibt, rutscht es auf einen anderen Pfad ab. Und eben ich bin von meinen Qualitätszielen, die ich für die Nachhaltigkeit, die ich als nachhaltig erachte oder Funktionen in einer gewissen Qualität, bin ich jetzt auf einem anderen Pfad gelandet. Und der kann eben durchaus eben auch in eine negative Entwicklung reingehen, wenn ich jetzt nichts unternehme. Und also das heißt eben, also in Bezug vielleicht auf Klimawandel, wenn ich in dem Bild bleibe, wenn ich es nicht schaffe, genügend Freiflächen zur Verfügung zu stellen. Und das heißt also, auf der einen Seite muss definiert werden, was erachte ich eigentlich als ein erstrebenswertes Zukunftsbild, also als ein erstrebenswertes System. Und auf der anderen Seite, weil das System ja dynamisch ist, muss ich ständig kontrollieren, sind die Funktionen eben in einer Qualität, wenn sie zur Verfügung gestellt, dass es eben diesen Qualitätszielen entspricht. Bin ich also auf einem erwünschten oder auf einer unerwünschten Resilienzpfad? Also ich muss es aktiv managen. Und ein Aspekt, den wir jetzt im Kontext der Siedlungsentwicklung eigentlich noch viel zu wenig berücksichtigen, wenn wir diese Freiflächen sicherstellen wollen, ist eben die Überlegung, wenn ich denn mehr Freiflächen oben schaffen möchte und zusätzlich eben auch die Bevölkerung aufnehmen möchte,
was könnte ich in den Untergrund verlegen? Welche Nutzungen? Und wie viel Platz habe ich eigentlich im Untergrund? Und ich habe eben mal geschaut, wie wird denn der Untergrund schon genutzt, sodass eben Freiflächen oben entstehen oder andere Nutzungen, also multifunktionelle Nutzungen hier ermöglicht werden. Und das sind einige Beispiele, die ich gefunden habe. Also hier dieses Beispiel ist aus Katwijk in den Niederlanden. Und da haben sie eben unter den Sanddünen eine Tiefgarage gebaut, die eben auch als Schutz dient vor Hochwasser, also vor Fluten. Ähnlich ist es in Tokio, das ist ein Tempel und der dient eben auch zur Hochwasserspeicherung oder Wasserspeicherung. Und dieses Beispiel, das ist aus Indien, da ist vor kurzem das Gujarat International Finance Tech City gebaut worden und die haben eben für ihre Infrastruktur, also für Stromleitungen, Telekommunikation, Gasleitungen und so weiter, haben sie solche Mehrzwecktunnel gebaut und so diese ganzen Leitungen schön gebündelt und zugänglich. Also wenn man etwas reparieren muss, hat man das alles da und hat natürlich so dann eben auch Raum im Untergrund für weitere andere Nutzungen, weil das alles dort so gebündelt ist. Man muss natürlich sagen, also dass dieses Finance Tech City ist auf der grünen Wiese gebaut worden. Also da hat man dann eben auch die Möglichkeit, das so zu planen natürlich. Wenn ich jetzt wieder den Sprung mache zu uns und hier ein Beispiel aus Zürich, wie das im Untergrund aussieht, da haben wir dann Schwierigkeiten. Oder also da sehen wir diese Leitungen, die kreuz und quer hier verlegt sind. Das ist natürlich dadurch entstanden, dass nach und nach diese Leitungen gelegt wurden. Immer wenn dann wieder was hinzugekommen ist, hat man halt den Platz gebraucht. Und heute findet man kaum mehr eben hier noch Platz für anderes. Also wenn ich jetzt hier Bäume pflanzen wollte oder als Straßengrün, habe ich Probleme hier die Baumgruben überhaupt reinzubringen. Und was überhaupt auch ein Problem ist bei uns, wir haben schlechte Daten über den über den Ist-Zustand, also wo diese ganzen Leitungen tatsächlich verlaufen und wie viel Raum die im Untergrund brauchen. Und auf der anderen Seite haben wir auch keine richtigen Visualisierungstools. Also wenn jetzt verschiedene Interessenvertreter, verschiedene Planer zusammenkommen und hier eben verhandeln, wie die Entwicklung sein soll, das kann man kaum, weil eben hier auch die Visualisierungstools fehlen. Und damit komme ich eben zu unserem Tool, was wir entwickelt haben, wie gesagt, zur Planung von elektrischen Leitungen, also im ersten Teil waren es Hochspannungsleitungen und dann eben auch Erdverkabelung. Und hier möchte ich jetzt aufzeigen, was wir da entwickelt haben. Also es ist ein webbasiertes 3D Decision Support System, also Entscheidungsunterstützungssystem. Webbasiert deshalb, weil wir uns gesagt haben, es soll zugänglich sein für unterschiedlichste Nutzer und die sollten nicht zusätzlich noch Software installieren müssen, sondern das gleich nutzen können. Und ich zeige eben so ein bisschen auf, was es kann. Es ist übertragbar grundsätzlich eben auch auf Siedlungsentwicklung, weil Ausgangspunkt war bei der Entwicklung von diesem System eben auch. Wir haben bei der Leitungsplanung unterschiedliche Interessen und da treten Zielkonflikte auf. Also ich habe auf der einen Seite die Bevölkerung und Raumplanung, die einen Konflikt hat mit Leitungen. Also man möchte eigentlich die Leitungen nicht durch Siedlungsgebiete legen. Dann mit dem Landschafts- und Biotopschutz. Ich habe ästhetisch ein Problem mit den Leitungen und auch Biotope, also in der Schweiz zum Beispiel Moore, in die ich keine Leitungen
oder keine Masten setzen kann. Und dann auch noch die technisch-ökonomische Perspektive. Also ist das Gelände geeignet oder wie viel kostet es, wenn ich die Leitung eben in bestimmte Gebiete setze. Und um diese verschiedenen Interessen gegeneinander abwägen zu können und verhandeln zu können, ist eine transparente Kommunikation notwendig. Und wir haben dann eben dieses Unterstützungssystem so entwickelt, dass wir für diese unterschiedlichen Kategorien von Interessen, also Landschaft, Biotopschutz, Bevölkerung und Raumplanung, technische Umsetzbarkeit, die Kriterien, die sich eben räumlich explizit als Karte abbilden lassen, also die ganzen Naturschutzgebiete, Landschaften, geschützte Landschaften, die Siedlungsgebiete, denkmalgeschützte Gebäude und so weiter und dann eben Kriterien für die technische Umsetzung. Das haben wir eben als GIS-Layer zusammengestellt. Und was der Nutzer jetzt machen kann, ist eben sagen, wie groß ist jetzt der Widerstand dieser verschiedenen Gebiete gegen den Bau von Leitungen. Also das wäre im Siedlungsgebiet, wenn man da jetzt überlegt, eben wenn das auch bestimmte Leistungen sind. Ich habe ja die Ökosystemleistungen erwähnt, wie groß wäre dann der Widerstand von bestimmten Flächen gegen einen Bau von Gebäuden zum Beispiel. Ich kann dann eben auch noch entscheiden, wie wichtig ist mir ein Kriterium und das auch noch drauflegen. Das Ganze wird dann aufsummiert. Und weil die Leistung, also diese verschiedenen Kriterien sich ja räumlich überlagern, erhalte ich dann eine Raumwiderstandskarte. Also technisch gesehen ist das eine Multi-Criteria Decision Analysis, also eine multikriterielle Entscheidungsanalyse, die da angewendet wird. Und ich erhalte diese Raumwiderstandskarte. Je heller, desto geringer der Widerstand, je dunkler, desto höher der Widerstand. Und ich bin natürlich dann interessiert, wo ist denn der Widerstand am geringsten und kann dann eine Least-Cost-Path-Analyse laufen lassen und hier eben berechnen, wo wäre ein geeigneter Korridor für meine Leitungen aufs Siedlungsgebiet übertragen, wäre das dann wieder, wo wären meine Parzellen, die sich gut für eine Überbauung eignen würden. Und das Ganze kann man dann in unserem System auch noch in 3D visualisieren. Also das sieht dann so aus. Wir haben eben hier einen sogenannten Viewer. Das ist ein Web-Interface, das wir gestaltet haben. Der Viewer, den wir hier einbinden, das ist Cesium. Das werde ich gleich nochmal eben erläutern. Hier sieht man aber auch noch eben, wir können auch in die 3D-Perspektive und hier Objekte einbinden. Cesium. Das haben wir verwendet. Das ist eine JavaScript-Library und die ist Open Source, wird von einer sehr aktiven Community weiterentwickelt und ist eigentlich das Open Source-Konkurrenzprodukt zu Google Earth. Und es ermöglicht eben verschiedenste Datenformate auf diesem digitalen Globus darzustellen und das mit sogenannten 3D-Tiles. Das ist ein eigens entwickeltes Format für Cesium, das mir für verschiedenste Datenformate, seien es jetzt eben Karten, seien es 3D-Objekte oder eben oder Vektordaten, oder Meshes. Diese verschiedensten Formate lassen sich als 3D-Tiles aufbereiten und dann eben darstellen mit einem Level of Detail Management, das diese 3D-Tiles eben bieten. Es ist ein sehr, sehr performantes Datenformat und wir haben uns dafür entschieden, eben weil das eben in einem Web-Interface dann mir auch eben die Schnelligkeit bietet, die Objekte darzustellen. Und was eben noch sehr gut ist, ist, dass eben diese 3D-Tiles auf Servern
bereitgestellt werden können. Und so haben wir jetzt zum Beispiel für unser Tool, haben wir das Schweizer Höhenmodell, die Orthofotos, aber auch die 3D-Gebäude und die Vegetation. Das beziehen wir direkt von Swisstopo, also von der Schweizer Geodaten, dem Bundesdatenprovider, diese Daten und eben auch von anderen Geoservern, also zum Beispiel von kantonalen Geoservern, können wir aktuelle Datenlayer eben einbinden, die dann auch immer aktuell sind. Und natürlich können wir auch unseren eigenen Geoserver dann betreiben und unsere aufbereiteten Daten dann darstellen. Es lassen sich, wie gesagt, unterschiedlichste Datenformate hier einbinden. Wir haben jetzt hier auch 3D-Objekte zum Beispiel für unsere Leitungen oder Umspannwerke oder hier ein modelliertes Erdkabel, das wir als sogenanntes Polyline Volume dargestellt haben. Also man kann wirklich diese Zylinderform darstellen. Das ist aber nicht mehr so performant wie diese 3D-Tiles. Ich möchte nun eben darstellen, kurz erläutern, wie wir das gemacht haben mit den stehenden Leitungen im Untergrund, wie wir die dargestellt haben. Und das war eben eine Weiterentwicklung von diesem 3D Decision Support System. Und in der Stadt Zürich ging es darum, zwischen verschiedenen Unterwerken zu modellieren. Wie käme man denn da von dem Unterwerk Waldeck zu diesen, zu einem der drei anderen Unterwerke? Was wäre da die beste Lösung? Und das sollten wir eben im Kontext auch von den bestehenden Leitungen modellieren und visualisieren, inklusive dann eben die Gebäude und Vegetation und weiteren Informationen, wie zum Beispiel, was sind das für Zonen, in denen die Gebäude sind und auch im Hinblick auf die Strahlenschutzverordnung verschiedene Buffer um die Gebäude herum. Wir sind dann also hingegangen und haben erstmal geguckt, eben was für Leitungen, welche Daten können wir von bestehenden Leitungen haben. Und es gibt in Zürich dieses Leitungskataster. Das sieht zum Teil eben so aus wie hier dargestellt. Und wenn man dann weiter reinschaut, sieht man, die Daten stammen eben von sehr vielen unterschiedlichen Dateneigentümern. Und diese unterschiedlichen Dateneigentümer haben die Daten auch in unterschiedlichen Formaten vorliegen. Und das sind nicht nur die Formate, sondern eben auch die Attribute, die diese Daten haben. Und weitere Schwierigkeit mit diesen Daten ist, dass der Durchmesser der Leitung ist meistens noch in den Attributdaten angegeben, aber die Tiefe, auf welcher Tiefe die Leitungen liegen, geschweige denn, wie dann dieser Grabenschacht aussieht, das ist nicht mehr da. Das brauchten wir aber eigentlich für unsere Visualisierung. Und wir haben uns dann beholfen und haben diese Schemapläne rausgesucht vom Tiefbauamt und eben auch Normen von Grabenprofilen und Rohrblock-Querschnitten und haben das dann diesen Daten zugewiesen. Also es ist eher ein generischer Ansatz, den wir dann hier verfolgt haben. Dann haben wir die Daten weiter aufbereitet. Also ich gehe hier nicht ins Detail, aber wir haben diese Vektoren erstmal mit einem Buffer versehen, mit der Leitungsbreite bzw. Grabenprofilbreite. Und dann mussten wir ja eben auch noch die Tiefe zuweisen, also dass das darstellbar ist. Wir haben die Daten dann in sogenannte Multi-Patch Files bzw. Polygon-Z-Files aufbereitet. Die enthalten diese tiefen Informationen und das Ganze haben wir dann, um das in Cesium darzustellen, dann in diese Cesium-3D-Tiles konvertiert. Dazu haben wir FME verwendet, recht performante Software. Man kann das aber auch mit anderen Softwarepaketen machen. Also das spielt in dem Sinn nicht so eine große Rolle. Auf jeden Fall, die Resultate liegen bei uns dann auf dem Geo-Server und wir können das so eben einbinden in unser Web-Tool. Ich möchte jetzt eben in ein paar Filmen kurz aufzeigen, wie das Ganze aussieht. Jetzt, ja,
Zuerst mal eben die bestehenden Leitungen. Also hier sieht man das Web-Interface mit dem Cesium Globe jetzt erstmal in der Map-Ansicht. Ich habe hier noch ein über das Orthofoto noch die OpenStreetMap gelegt. Jetzt sieht man eben auch Straßennamen, also für die Orientierung. Und jetzt blende ich hier die bestehenden Leitungen ein, also Wasserleitungen, Telekommunikation, Gasleitungen, Rohrblöcke. Und um die zu sehen, schalten wir das Gelände transparent. Also das haben wir so programmiert in JavaScript. Wenn man jetzt reinzoomt, dann sieht man diese bestehenden Leitungen im Untergrund. Das sieht noch so ähnlich aus wie im Leitungskataster. Es ist 3D. Das sieht man aber erst im Schnitt. Also dazu haben wir eben auch ein Tool programmiert. Ich blende jetzt erstmal die Gebäude ein, dann sieht man es noch ein bisschen besser. Wie gesagt, die werden direkt vom Geo-Server von Swisttopo gestreamt, diese 3D-Teils der Gebäude. Jetzt kann ich mit dem Schnitt-Tool eben hier in die Schnittansicht gehen. Wenn ich jetzt da eben wieder reinzoome, dann sehe ich, wie diese bestehenden Leitungen, die wir da aufbereitet haben, sich im Untergrund, wie die dort liegen, beziehungsweise jetzt sieht man eher die Grabenprofile, die diese Leitungen dann haben, also den Raum, den sie wirklich im Untergrund brauchen. Sieht so ein bisschen aus, als wären sie gar nicht im Untergrund, aber wenn ich das Gelände wieder einblende, sieht man, die Gebäude gehen einfach noch 2 Meter, gut 2 Meter in die Tiefe. Wir haben dann eben auch die Leitung nach Attributen eingefärbt und weitere Informationen lassen sich anzeigen. Ich zoome hier mal wieder rein, blende die Gebäude ein. Und die OpenStreetMap für die Orientierung. Wenn man jetzt hier reinzoomt, da kann ich, wir haben eben von der EWZ, das ist das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Daten bekommen, die mehr Informationen noch zu den Rohrblöcken enthalten, wie wirklich die Tiefe von den Leitungen oder von diesen Schächten und ob sie leer sind oder nicht und oder wie viel Kapazität für weitere Leitungen eben in den Rohrblöcken noch vorhanden ist. Also die Daten sind teilweise schon da. Wir zeigen hier nur auf, was potenziell möglich wäre in der Darstellung eben, wenn man diese 3D-Teils verwendet, wenn man Cesium hier für die Visualisierung verwendet. Genau. Und also das ist eigentlich das, was unser Webtool im Moment kann. Jetzt ist aber die Frage jetzt, wenn ich das weiterentwickeln möchte für die Siedlungsentwicklung, wie können da eben diese Synergien und Konflikte aufgedeckt werden und veranschaulicht? Und möchte jetzt im Sinne von einem Ausblick zeigen, wie weitere Werkzeuge hier genutzt werden könnten, um das zu komplettieren. Und eine Sache, die wir bei uns am Lehrstuhl eben auch haben, ist das Raum Plus. Das ist mittlerweile ein Verein. Und Ziel von Raum Plus ist es, Übersichten über Bauzonenreserven zu schaffen. Und so sind für die Kantone, die eben bei diesem Verein mit dabei sind, schon Übersichten geschaffen worden, wo sind oberirdisch im Siedlungsgebiet noch Flächen verfügbar für die Siedlungsentwicklung. Und wenn wir jetzt wieder dran denken, was ich eingangs gesagt habe, wir müssen eben, um das System eben über die Dauer auch widerstandsfähig, also resilient zu gestalten, eben auch schauen, was ist im Untergrund auch vorhanden, kann ich Freiflächen erhalten, also dass ich die eben vielleicht nicht überbaue, aber eben schaue, was ist im Untergrund vorhanden, kann ich da bestimmte Nutzungen im Untergrund dann haben und auf der anderen Seite eben, um die, das Mikroklima sicherzustellen, um die Freiraumversorgung und so weiter sicherzustellen, eben Freiflächen oberirdisch erhalten.
Dazu bräuchte es aber als Pendant dazu jetzt auch eine Übersicht über die Kapazitäten im Untergrund. Also das müsste dann vervollständigt werden. Und eben zur Visualisierung, also im Moment ist es ja noch recht abstrakt, auch die Gebäude, die Bäume sind Lollipop-Trees und eben auch die Leitungen, die dann im Untergrund dargestellt worden sind, alles noch recht schematisch. Wenn wir jetzt Point Clouds verwenden würden, hätte ich ein präziseres Abbild der Realität. Und wir an unserem Lehrstuhl, wir haben zum Beispiel eben einen Terrestrial Laser Scanner, den Riegel VZ1000. Mit dem kann ich 1200 Meter gut weit scannen und so die Landschaft sehr realitätsnah aufnehmen. Wir haben hier eben auch eine Kamera, mit der ich dann mit den Bildern kann ich die Punkte einfärben und das Ganze mit weiteren Geodaten verknüpfen, um eben sehr realitätsnahe Repräsentationen zu erstellen von unseren Landschaften. Und wie Frau Litschka eingangs erläutert hat, eben wir haben auch Präferenzstudien durchgeführt, indem wir untersucht haben, wie werden Landschaften mit erneuerbaren Energieinfrastrukturen wahrgenommen und bewertet. Das ist ein Beispiel eben daraus. Also die ganzen Photovoltaikanlagen und Windturbinen, die gibt es so im Moment noch nicht. Das haben wir so verändert. Wir haben eben auch Geräusche mit eingefügt, die wir jetzt hören. Und solche Simulationen wurden in einem physiologischen Laborexperiment eingesetzt, in dem wir die Leute eben nicht nur gefragt haben, wie sie die Landschaft bewerten, sondern eben auch gemessen haben, wie reagieren sie emotional auf diese Landschaften. Und das geht über die Hautleitfähigkeit. Man kennt das von Lügendetektoren. Wir sind sehr sensibel, reagieren wir eben uns unterbewusst, also wir können das gar nicht steuern, wie sich unsere Hautleitfähigkeit verändert. Und das hat eben auch sehr gut funktioniert, um jetzt hier die Reaktionen auf diese Landschaftsveränderung durch erneuerbare Energieinfrastrukturen zu erfassen. Also wir haben festgestellt, in den Landschaften mit vielen Anlagen ist diese Reaktion viel höher als eben, wenn nur wenige Anlagen da drin sind. Und vor allem in sehr naturnahen Landschaften war dann der Unterschied zwischen den Landschaften mit vielen und wenigen Energieanlagen sehr deutlich. Das Ganze verwenden wir jetzt aber auch im Siedlungsgebiet, um sogenanntes Placemaking zu unterstützen. Ich habe ja gesagt, eben identitätsstiftende Landschaften sind wichtig und unsere Siedlungsgebiete haben hier eben auch einen Mangel. Und um da weiterzukommen, nutzen wir eben auch diese Point Cloud Simulation und im Moment ist eine Gruppe bei uns dran, hier auch ein Spiel mit diesen Punktwolken-Simulationen zu entwickeln, die eben Quartiere exakt nachbilden und hier Veränderungen dann zulassen, die eben ja, die Leute wirklich sich reinversetzen lassen in ihre Quartiere. In einer Masterarbeit ist auch ein Urban Sketch Tool entwickelt worden von Pascal Hofer. Er hat, also da sieht man wieder diese Punktwolkensimulationen, hat hier für diesen Platz unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten simuliert und das Ganze dann in einem Web-Tool aufbereitet, in dem eben die Nutzer sich diesen Platz in 360 Grad anschauen können und dann mit Werkzeugen hier am Rand eben diesen Platz selber verändern können mit diesen aufbereiteten Szenarien. Da ist natürlich eine Eingrenzung da, aber so dann doch ohne bestimmte Software zu installieren, ohne zeichnerische Fähigkeiten zu haben, hier selber Szenarien zu erstellen, also eben zum Beispiel eben auch eine Tiefgarage, die es dann ermöglicht, auch den Platz anders zu nutzen als für Parkplätze, also zum Beispiel eben eher in dieser städtischen Parkform oder
eben auch den Grünanteil erhöhen. Also das ist natürlich auch wieder nur ein Prototyp, der hier in der Masterarbeit erstellt wurde. Aber so lassen sich eben in Zusammenarbeit von unterschiedlichen Interessenvertretern gemeinsam eine Vision entwickeln oder eben jeder für sich erstmal, sodass man dann eben mit diesen Bildern, also die veranschaulichen, was konkret erwünscht ist, eben aus unterschiedlichen Perspektiven, dass man da eben sich besser unterhalten kann. Und habe ja auch gesagt, eben diese Leistungen werden noch viel zu wenig in die Stadtentwicklung mit eingebunden, oder die Indikatoren dafür. Und in einer Arbeit Future Cities Lab in Singapur von Doktoranden, die auch von unserer Professorin Adrien Gregamer betreut wurden, wurden diese Punktwolken genutzt, um auf der einen Seite eben die Siedlungslandschaft zu verändern, und dann aber iterativ zu berechnen und auch wieder basierend auf diesen Punktwolken, wie verhält sich das dann zum Beispiel mit der absorbierten Energie, also ein wichtiger Indikator im Hinblick auf die Klimaregulation hier in diesem Siedlungsgebiet. Also das lässt sich eben auch hier auf Basis von Punktwolken berechnen. Und auch die Entwicklung von interaktiven Tools geht weiter. Auch wieder ein Beispiel aus dem Future Cities Lab in Singapur, ein Projekt, das Natural Capital Singapore heißt. Da haben Jan Perhak, Sergio Vicky und unsere Professorin eben ein Tool entwickelt, in dem sie die Punktwolken einbinden und jetzt interaktiv bearbeitbar machen. Also man sieht hier, wie zum Beispiel Bäume entfernt werden können. Und Bäume in Form von diesen Punktwolkenbäumen gepflanzt werden können. Und das Ganze ist verbunden eben auch mit der Landnutzungskarte, die hier zugrunde liegt. Die verändert sich auch, wenn ich eben hier Objekte einfüge. Ich kann auch gebaute Strukturen hier setzen. Und auch das wirkt sich natürlich wieder auf meine Landnutzungskarte aus, die ich wiederum wieder verwenden kann, um bestimmte Indikatoren zu berechnen, das übrigens auch in diesem Tool bereits implementiert ist. Und in Zukunft könnte man dann eben auch auf Basis von den Punktwolken dann weitere Indikatoren berechnen. Also abschließend eben, wie könnte man diese Visualisierungsplattform weiterentwickeln? Mein Vorschlag ist eben, unser Vorschlag ist, dass man hier iterative Design-Simulations-Loops unterstützen können sollte, um eben von der heutigen Situation erstmal zu entwerfen, was ist denn eine erwünschte Zukunft? Und von dort ausgehend eben im Sinne eines Backcastings zurückgehen zur heutigen Situation und über Simulationen dann schauen, wie komme ich zu dieser Zukunft, durch meine Indikatoren vielleicht feststellen, dass ich meine erwünschte Zukunft doch nochmal etwas weiter anpassen muss. Und eben, wenn ich hier auch noch den Untergrund mit einbeziehe, drauf komme, dass ich da vielleicht eben doch mehr Freiflächen schaffe und so insgesamt eben eine Unterstützung eines aktiven Managements erwünschter und unerwünschter Resilienz so unterstützen kann. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen und die Diskussion mit Ihnen. Jetzt wäre ein Applaus angebracht. Leider ist es wie immer schwer möglich. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Wiesen-Hayek, für diesen Einblick, den Sie uns gewährt haben in die unterschiedlichen Möglichkeiten, diese Programme und auch die Datenbanken eigentlich zu kombinieren, um daraus für die Planung konkrete Schlüsse zu ziehen. Ich glaube, es war auch sehr anschaulich, für mich jedenfalls, wie Sie dazu kommen und wie Sie auch die Möglichkeit bieten, Personen, die weniger bedarft sind, mit einzubinden. Das ist ein wesentliches Qualitätskriterium, denke ich, in der Planung heute. Ich möchte jetzt
noch einmal kurz Daniel Zimmermann vorstellen, unseren Respondenten von heute für das Publikum. Daniel Zimmermann ist Landschaftsarchitekt in Wien. Er ist Mitbegründer und Mitgesellschafter von 3:0 Landschaftsarchitektur. Er ist also nicht der Schweizer Künstler, obwohl wir einen Schweizer Schwerpunkt haben, der sich mehr oder weniger zufällig ergeben hat, aber er ist also Österreicher. Und das Büro 3:0 ist in Wien sehr aktiv, nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Städten und Orten Österreichs, beim Planen und auch Realisieren von Projekten im urbanen Raum vornehmlich. Sie beschäftigen sich mit Klimasensibilität und Baumpflanzungen nach dem Schwammstadtprinzip. Die klimafitten Orte, die 3:0 plant, so nennen sie das selbst auch, die gehen über den Straßenraum hinaus, sind Plätze und andere Freiräume auch in ihrem Portfolio enthalten. Sie sprechen von Baumoffensiven und interdisziplinären Coolboxen, wo es also wirklich auch um die Begegnung der Herausforderungen der des Klimawandels geht. Ich darf nun Daniel Zimmermann das Wort übergeben. Davor möchte ich aber kurz an das Publikum die Aufforderung weitergeben, dass Sie, wenn Ihnen etwas unter den Nägeln oder unter dem Herzen brennt, wo auch immer, gerne im Chat Fragen stellen können oder auch sich persönlich melden. Wir haben, glaube ich, den Bildschirm einigermaßen im Blick. Am besten ist Sie geben im Chat bekannt, ob Sie sich melden wollen oder was Ihre Frage wäre. Und ich habe ab sofort die Rolle, diese Fragen im Auge zu behalten und weiterzugeben. Bitte, Daniel. Ja, danke vielmals, Lili. Danke vielmals, Ulrike Wissenhaig, für diesen sehr interessanten, multiplen Einblick in eine Planungskultur und eine Planungstheorie, die ihr da an der ETH in Zürich, beziehungsweise auch in der Stadtplanung in Zürich hat. Also alleine den Leitungskataster, wenn ich den so sehe als Planungsdokument, dann kommt mir, also kriege ich wirklich das Gefühl, ich müsste mir alle 10 Finger abschlecken, weil derzeit ist es bei uns so, also wir planen sehr viel im Untergrund, mit dem Untergrund eben dieses Schwammstadtprinzip für Bäume. Das geht eben davon aus, dass wir den durchwurzelbaren Raum, genau dieses Bild, das Sie aus Zürich gebracht haben, extrem mitdenken und wieder zurückerobern wollen. Auch angesichts der Situation, dass die Herausforderungen aufgrund von Leitungen und Leitungsträgern und Infrastrukturen exorbitant gewachsen sind in den letzten 50, 80 Jahren. Aber diese Situation zu sagen, es sind so viele unterschiedliche Leitungspakete, egal ob das jetzt eine Telekommunikationsleitung ist oder eine Gasleitung oder eine Fernwärme, Nahwärme bis zum Kanal und dem Wasser. Bei uns, um diese bauliche Realität kurz zu reflektieren für österreichische Verhältnisse, und das ist egal, ob ich jetzt für die Stadt Linz oder die Stadt Graz oder die Stadt Wien rede, da gibt es keinen einheitlichen Leitungskataster. Da geht man zu den verschiedenen Leitungsträgern und Trägerinnen und hofft, dass da digitale Leitungsformate vorhanden sind. Aber eine Zusammenspielung, auch so über die Attribute zu sprechen, mit einem gewissen Buffer dann zu kalkulieren, das spielt leider nicht. Deswegen ist es ganz spannend, jetzt zu sehen, wenn ich sage, ich habe dieses 3D-DSS-System, in dem ich da diese Visualisierung im Untergrund einmal angehen will, dann ist das für uns einmal die erste Hürde, wo kommen die Daten her? Wenn ihr das offensichtlich anhand der Stadt Zürich schon habt. Also diese Frage, die sich bei dem Thema für mich jetzt in der österreichischen Praxis stellt, ist Sammeln der Daten. Ist das wirklich bei euch so, dass abgesehen von dem, was jetzt in den Forschungsprojekten an der ETH und in diversen konkreten Projekten läuft, die Datenbasis in einer Gemeinde wie Zürich genauso ist wie in Bürs oder in Bux, verzeihung, oder in irgendeinem kleineren Ort, wenn ihr sagt, urbane Gebiete oder Siedlungsgebiete, wer kann die Daten wirklich lesen? Ich fand das ganz spannend, diese Cesium-Geschichten mit JavaScript, also aus Open Source, nicht auf eigenen
softwarebasierten Daten zu arbeiten, das finde ich extrem spannend. Haben wir das richtig verstanden, wenn wir sagen, es braucht wirklich keine eigene Software? Es ist nicht so dieses BIM-Paket, wo es heißt, ich habe diese BIM-Software, die brauche ich, und das ist eigentlich so eine Marketingpackung, wo ich sage, dreidimensionale Daten, damit ich das grundsätzliche Thema verstehe. Ist das so wirklich, dass es über eine einfache, so wie es die Lili Litschke jetzt gesagt hat, eine einfache benutzerfreundliche Oberfläche auch, wenn die Daten vorhanden wären, nutzen könnte? Und als so als Open Source, dass es auch die, was die Kosten nutzen oder den Aufwand nutzen, die Relation hält, so funktionieren könnte, das wäre ein spannender Aspekt. Also das heißt, aber so habe ich das verstanden jetzt von Ihrer Seite. Und diese ganz spezifische Auseinandersetzung, weil die räumliche Darstellung jetzt im Untergrund zu sagen, ich habe jetzt relativ eingefärbte Leitungen gesehen, aber die haben alle ungefähr die gleiche Dimension gehabt. Ich sage mal, bei uns vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen haben wir ein Beispiel einer stillgelegten Fernwärmeleitung in Graz gehabt. Wir wollten dort hin, oder wir haben dort Bäume gepflanzt. Und da hat es geheißen, es ist eine Leitung DN100, das heißt 10 cm, liegt eine stillgelegte Leitung in der Tiefe von 1 Meter. In Wirklichkeit war es ein Kollektorgang mit 80 cm Breite und 1 Meter Höhe in 60 cm Tiefe. Also das heißt, wer verifiziert, ob diese Daten auch wirklich dann stimmen? Das sind jetzt nur so Gedanken jetzt. Das sind jetzt eigentlich keine Fragen, sondern eher so die Bitte um Hilfestellung. Ja, ich versuche mal darauf zu antworten. Also zuerst eben zur Datenlage. Also ich glaube, die Stadt Zürich ist da recht gut aufgestellt und eben auch der zuständige Leiter, der Gerhard Schrotter, Schrotter heißt er, glaube ich, ist sehr, also pusht das Thema sehr. Und ist daran interessiert, eben hier nicht nur eben die Leitungen in guter Qualität eben zu erfassen, sondern eben auch die Visualisierung voranzutreiben. Und Kollegen von mir vom Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur, Christoph Giraud, das ist der Matthias Vollmer, er arbeitet eben gerade an seiner Dissertation im Rahmen von einem Projekt eben oder dieser Initiative der Stadt Zürich, den Untergrund sichtbar zu machen. Er arbeitet hier eben auch mit der Punktwolkentechnologie, die ich vorgestellt habe. Also wir betreiben ja das Landscape Visualization and Modeling Lab zusammen, die Professur Giraud und Adrien Gregame. Und den Scanner haben wir auch gemeinsam angeschafft und entwickeln so eben unsere Ansätze auch damit. Und der Matthias, der geht eben hin und scannt sehr, sehr viele Bereiche im Untergrund. Zudem werden auch die ganzen Straßenräume also fotogrammetrisch erfasst in der Stadt Zürich. Also so, dass wir ein recht präzises Modell vom Ist-Zustand haben. Also besser eigentlich als mit den vorhandenen GIS-Daten, oder die haben wir jetzt gesehen, wie die Gebäude dargestellt sind, aber die Feinheiten fehlen ja doch, oder? Was sind hier die GIS-Daten? Und diese Lücke füllen uns diese Punktwolken, und es gibt dann eben sehr innovative Ansätze, da bin ich natürlich jetzt kein Experte, aber Ansätze, wie ich auch die Leitungen im Untergrund eben mit Radar oder wie auch immer, also da geht man mit Wägelchen, die fast aussehen wie ein Rasenmäher, geht man über die Straßenräume und erfasst dann diese Leitungen. Also sowas gibt es bereits, das daran wird geforscht, das wird auch in Singapur zum Beispiel gemacht, oder eben, dass man mit Fahrzeugen über diese Straßenräume fährt. Also ganz spannende Entwicklungen, die da stattfinden, und ich bin überzeugt, dass eben, wenn das wirklich dann serienreif wird, dass dann eben auch die kleineren Gemeinden ihre Datenlage schlagartig verbessern können. Eben da die Frage, für kleine Gemeinden haben wir da auch diese super Daten.
Nein. Und auch im Leitungskataster der Stadt Zürich, da wird gesagt, eben, sie sind nicht verifiziert, oder sind nicht ganz lagegenau oder was. Also. Das heißt jetzt ganz konkret, jetzt die Stadt Zürich hat jetzt in der Form jetzt auch mit Hilfe dieses Forschungsprojekts oder dieser Forschungsprojekte einen Sonderstatus sozusagen. Und in der baulichen Realität, falls jemand dort wirklich im Untergrund was machen würde, würde er aber standardmäßig derzeit auf den Kataster zurückgreifen. Und es wäre der Wunsch dann von den Kollegen in der Stadt Zürich, dass das dann aber diese 3D-Visualisierung des Untergrundes allgemein gut wird als Planungsgrundlage im Sinne dieses aktiven Managements. Also an einer Sitzung wurde schon gesagt, also zum Beispiel diese Aufnahme der Straßenräume, da arbeiten sie dran, dass das zur Verfügung gestellt wird. Also man ist sehr daran interessiert, eben wirklich diese Daten verfügbar zu machen, dass wirklich dann auch Entwicklungen geplant werden können, die auf dieser Basis aufbauen können. Also ich denke, auch im Zusammenhang mit der ganzen Entwicklung BIM, also wir machen keine Building Information Models, da sind wir auch keine Experten. Wir sind da eben eher mit der Entwicklung von Indikatoren und eben das Zusammenbringen von unterschiedlichsten Informationen. Das machen wir eher und entwickeln Tools für die partizipative Planung. Aber dieses ganz exakte Aufnehmen, so wie es gebaut ist, das machen andere. Da gibt es andere Lehrstühle, die sich damit beschäftigen. Aber ich denke, in dem Zusammenhang wird sich sehr, sehr viel tun in der Zukunft, weil in dem Zusammenhang werden eben auch die Leitungen wirklich im Untergrund erfasst oder arbeitet man an Ansätzen, dass das exakt erfasst wird. Es wird jetzt noch ein paar Jahre gehen, aber ich denke, das wird kommen, ja. Die andere Frage eben mit Cesium. Ist das alles wirklich so einfach und benutzerfreundlich? Also ich bin selber keine Programmiererin, aber ich habe mich eben auch da ein bisschen reingekniet und es gibt ein sogenanntes Sandcastle von Cesium, wo eben andere ihre Codes, die sie entwickelt haben, eben bereitstellen. Und es ist relativ, oder also für mich war es jetzt relativ einfach, eben diese Funktionen, die ich benötigt habe, um die Leitungen darzustellen, um eben auch sie nach Attributen einzufärben und so weiter, mir das selber in nützlicher Frist anzueignen. Und also wer da etwas affin ist, wird damit sicherlich zurechtkommen. Und das einbinden können. Wir haben am Lehrstuhl eben auch einen Informatiker, der uns diese Web-Interfaces dann programmiert. Also es war dann tatsächlich so, dass ich dann einzelne Bausteine selber entwickelt habe zur Visualisierung, aber das dann zur Einbindung an den Informatiker weitergeleitet habe. Also das braucht es schon, wenn man selber so ein Web-Tool entwickeln möchte. Das Ganze zu nutzen, das ist wirklich ein Web-Interface für den Zweck, jetzt bei uns eben Leitungsplanung, können das die Anwender nutzen. Sie können dann natürlich nicht selber Daten hochladen. Wir haben ein anderes Tool entwickelt zur Planung von Gewässerräumen im Kanton Zürich und da ist eine Schnittstelle drin, dass man selber Daten hochladen kann, einfach nicht speichern. Also man kann sie hochladen, wenn das in Browser wieder aktualisiert, dann sind sie weg, man muss sie wieder hochladen. Also man kann sie dann so darstellen, man kann auch einfache Abfragen mit diesen Daten machen, wie zum Beispiel, welche Gebäude würden dann bei einem gewissen Gewässerraum eben in diesem Gewässerraum liegen. Also das lässt sich programmieren, aber wie gesagt, eben das sind dann spezifische Anwendungen von diesen Tools. Cesium selber. Also eben, es gibt die Open-Source-Plattform Cesium oder Open-Source, das Tool. Und es gibt Cesium.com, eben die Firma. Und die bieten eben an, dass man hier seine Daten hochlädt. Sie konvertieren das in die Cesium 3D-Tiles
und man kann sie darstellen. Und das Ganze wird dann gespeichert auf Ihrem Server. Und man kann sich vorstellen, eben je nach Datenmenge verlangen Sie einfach Geld dafür. Also das ist einfach ein Businessmodell, was da ist. Aber eben grundsätzlich eben, wenn man jetzt als Firma, wenn man dort einen Programmierer zur Verfügung hat oder eben das sich aneignet, könnte man Cesium nutzen, um solche Tools selber zu entwickeln. Ja. Das ist wieder dann die Frage natürlich, die mit der unmittelbaren, wer nutzt was, wenn jetzt Cesium.com natürlich als ökonomisch basiertes privates Unternehmen Daten sammelt, ist das dann wieder so ein Aspekt, wo wir sagen, das ist dann in jeder Form nicht immer leicht dann nutzbar. Also das ist die Genau. Das ist so. Nein, also man braucht schon ein bisschen Programmiererfahrung, um das wirklich umzusetzen. Ich sehe einfach die Stärke darin, dass man von verschiedensten Geo-Servern Daten einbinden kann, oder? Also gerade für die, also wir sind, glaube ich, sehr in einer komfortablen Situation in der Schweiz, dass die Daten von den Kantonen, vom Bund eben frei zugänglich gemacht werden. Mhm. Und wenn sie dann ordentlich eben auf Geo-Servern sind, als WFS-Daten zum Beispiel, dann lassen sie sich auf solchen Plattformen sehr gut einbinden. Und das hält das System schlank. Das ist auch eben im Gegensatz zu, ich muss immer wieder die Daten holen gehen, auf meinem Geo-Server speichern, aber ich muss eben auch gucken, dass sie aktuell bleiben. Das ist dann quasi verteilt. Oder weil die Daten dann vom Kanton aktualisiert werden oder vom Bund aktualisiert werden. Damit habe ich dann selber nichts zu tun, sondern nur mit meinen eigenen Daten, die ich hier noch zusätzlich aufbereite. Und darin sehe ich eben auch eine wesentliche Stärke von dem System. Das lassen natürlich auch andere Softwarepakete zu, die dann aber wieder nicht Open Source sind. Wir haben eine Frage von Stefanie Dirlik. Ich würde ersuchen, das Mikrofon einfach, da ist sie schon, aufzudrehen und die Frage direkt zu stellen, bitte. Hallo, vielen Dank für den tollen, tollen Vortrag, sehr spannend. Was mich interessieren würde, ist aus aktuellem Anlass, in dem wir uns alle befinden, Klimadaten. Ist da irgendwie angedacht, Klimadaten einzuarbeiten, beziehungsweise gibt es da irgendwelche Ansätze, das zu verknüpfen, weil gerade so in partizipativen Prozessen es ja auch immer total wichtig ist, Interventionen, also zum Beispiel Baumpflanzungen oder jegliche Art von Nature-Based Solutions einzubauen in einen Landschaftsraum und das dann aber auch darzustellen, wie nicht nur wie die Klimaeffekte sind, sondern es braucht ja immer Zahlen und Fakten. Und da ist es spannend, wenn man das zum Beispiel mit CO2-Daten verknüpfen könnte. Also welche Intervention hat welche Auswirkungen auf die CO2-Bilanz zum Beispiel. Aber natürlich wäre auch spannend, Mikroklimadaten zu berechnen. Ist das angedacht? Jetzt in dem Tool nicht. Also wie ich ja gesagt habe, es ist ein Tool zur Leitungsplanung und da sind bestimmte Aspekte, die hier berücksichtigt wurden. Das Projekt ist jetzt auch abgeschlossen, oder? Also das Tool jetzt selber, so entwickeln wir nicht weiter, sondern es wird an diversen anderen gearbeitet. Deshalb habe ich am Schluss eben auch gezeigt, diese andere interaktive Plattform wie das NetCap-Tool zum Beispiel, das jetzt nicht in Cesium läuft, sondern in Unity, in einer Game Engine. Also es sind unterschiedliche Ansätze eben da. Aber natürlich, je nachdem, was man möchte, kann man das weiterentwickeln und eben diese Klimadaten oder diese, es ist ein neues Projekt, muss ich dann sagen, oder wenn man da das so machen möchte. Aber sicher, also um jetzt wirklich dahin zu kommen, dieses Tool zur Unterstützung resilienter Stadtentwicklung. Also wir haben das in einem Projektproposal tatsächlich mal definiert oder so beschrieben, wie wir das machen würden. Nur leider ist das Proposal noch nicht durchgekommen. Sie fanden das in einigen Teilen noch nicht so ganz ausgereift. Da müssen wir noch mal drüber. Aber
da haben wir eben genau das gesagt, dass wir eben nicht nur die Visualisierung auch von, also von dem Visuellen, von der Entwicklung und von bestimmten Indikatoren zulassen müssen, sondern eben auch Szenarien mit einbinden und eben die Klimaszenarien, das wäre natürlich ganz relevant oder dass man das mit drin hätte und dann eben auch die Auswirkungen darstellt. Ja, absolut. Aber eben grundsätzlich, es sind ja, wir machen das ja schon lange, dass wir verschiedene Szenarien der Siedlungsentwicklung erarbeiten, dass wir das modellieren. Die Daten kann man erstellen. Es ist mehr für mich eine Frage, wie müssen diese Tools zur Unterstützung dann wirklich gestaltet werden, dass sie nicht nur Expertentools sind, zum Beispiel. Und ich bin überzeugt, wir brauchen nicht das eine Tool, das alles kann, sondern eher wie eine Toolbox, oder? Dass wir für unterschiedliche Phasen in den Prozessen unterschiedliche Instrumente brauchen. Danke. Daniel Zimmermann möchte noch eine Frage stellen. Sehr gerne. Jetzt, in dem Sinne auch von dieser transparenten Kommunikation gesprochen jetzt. Einen kleinen Einblick, wie das konkret jetzt ausgesehen hat oder aussieht in der Planungskultur, jetzt in diesen Forschungsprojekten, aber auch, wie Sie sich, weil es jetzt geheißen hat, es geht ja auch um Synergien oder Konflikte im Sinne des Ausblicks. Ja. Wie kann da eine transparente Kommunikation ausschauen? Wer muss involviert werden? Also auch im Sinne des Ablaufdiagramms, weil ich glaube, dass wir da auch unterschiedliche Bilder im Kopf haben. Mhm. Eben das Problem, das ich dabei habe, ist, in der Forschung entwickeln wir meistens Prototypen. Das heißt also, diese Prozesse, die wirklich über Jahre ja gehen, die, weil ich nicht in der Praxis bin, kann ich die kaum verfolgen. Und was eben da sehr wertvoll ist, wir haben zum Beispiel aus unserer Gruppe jetzt auch eine Spin-off-Firma, die als Geschäftsmodell diese digitalen Tools, die bei unserem Lehrstuhl entwickelt werden, die aktiv in die Praxis bringen. Und das ist genau das, oder dass dann solche Prozesse wirklich gestaltet werden können. Und ein Beispiel, also das war dann wirklich schön, dass ich das eben auch vermitteln konnte im Rahmen, also wir sind angefragt worden im Rahmen von einer Gesamtmelioration. Also da geht es eben im landwirtschaftlichen Gebiet um Landumlegung oder neue Arrondierung von den landwirtschaftlichen Parzellen, aber eben dann auch um den Landschaftsplan. Das heißt also, wie soll sich grundsätzlich eben auch das Landschaftsbild und Ausstattung der Landschaft verändern, auch aus der Perspektive der Bevölkerung. Also habe ich hier eben auch wieder sehr unterschiedliche Interessen an der Raumentwicklung. Da ist eben die Bevölkerung dabei, da sind die Landwirte, da ist dann der Kanton und die landwirtschaftliche Beratungsstelle, die eben hier und natürlich die Gemeinde, die dann hier Interessen haben, oder? Und da wurde ganz zu Beginn des Prozesses, noch bevor jetzt das Planungsbüro sich wirklich daran macht, die ganzen Parzellen aufzunehmen und den Wert zu berechnen und so weiter, hat man eben sich da die Zeit genommen und einen Prozess initiiert, in dem ganz am Anfang erstmal ein Zukunftsbild, also was ist eigentlich erwünscht in dieser Region, in dieser Gemeinde, gemeinsam definiert wurde. Mit Vertretern aus der Bevölkerung, mit Naturschutzvertretern, Kanton war dabei, eben auch Landwirte, die Gemeinde. Und das durfte eben die Spin-off-Firma mit begleiten und unter anderem eben ein Student, dessen Masterarbeit ich betreut habe, der in dem Rahmen eben auch nochmal Visualisierungen erstellt hat von Szenarien, die eben diesen Prozess auch noch unterstützen sollten. Und das ging dann in der Form weiter, dass nach dieser ersten Vision,
sich die Experten zusammengesetzt haben und aus dieser Vision mal eben das noch weiter differenziert haben in verschiedenen Szenarien, also konkret herauszufinden, in welche Richtung soll jetzt die Entwicklung dort gehen. Und da gab es dann eben, ich habe es jetzt nur in drei Workshops erfahren oder wie da gemeinsam gearbeitet wurde und unterstützt durch solche Tools. Aber der Prozess wird natürlich weitergehen oder das wird auch noch einige Weile, einige Zeit dauern, bis da dieser Meliorationsplan und der Landschaftsplan dann vorliegen. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Erklärung. Ich glaube, das gibt einen guten Ausblick, dass natürlich die Anwendbarkeit auch noch eines Tests bedarf, ist klar. Das ist bei jedem Pilotprojekt so. Es war, glaube ich, sehr anschaulich beschrieben, welchen Nutzen wir daraus ziehen können oder welchen Nutzen die Landschaftsarchitektur und die Landschaftsplanung daraus ziehen können. Was mir sehr gut gefallen hat, ist auch das Bestreben mit Open Source Modellen bzw. Programmen zu arbeiten, um dieses Elitäre etwas zurückzudrängen, das ja oft mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden ist in dieser Entwicklungsfrage. Also das finde ich einen sehr, sehr löblichen Ansatz auch. Ich glaube, wir haben sehr viel erfahren. Ich würde das gerne hiermit auch abrunden und mich ganz herzlich auch bei Daniel Zimmermann bedanken für die Rolle des Respondenten, die er wahrgenommen hat. Und bei Ihnen, Frau Ulrike Wissen-Hayek, ganz, ganz herzlich, dass Sie sich auch so lange Zeit genommen haben, noch auf diese Fragen einzugehen und genau zu beantworten. Ich möchte, bevor wir uns letztgültig verabschieden, noch ankündigen, dass es zwei weitere Vorträge gibt, nämlich einen nächsten Donnerstag und einen übernächsten Donnerstag, wo es um einige Punkte geht, die Sie heute auch angesprochen haben, nämlich um BIM beispielsweise in der Landschaftsarchitektur. Da wird Adrian Eschbacher nächsten Donnerstag aus der Praxis auch Projekte zeigen, wo die Anwendung von BIM eine Rolle gespielt hat. Und am 19.11. geht es ums parametrische Entwerfen, wo Daniel Bauer auch Projekte aus seinem Büro zeigen wird. Ich glaube, dass Sie eine sehr gute Einführung auch dazu gegeben haben, was in der weiteren Folge in der Anwendung passieren kann und was Sie dazu beigetragen haben. Herzlichen Dank auch allen, die zugehört haben und sich eingeschaltet haben, auch wenn dieses Format für manche vielleicht bequem, für andere vielleicht etwas umständlich ist. Ich habe es sehr, sehr interessant gefunden. Ich bedanke mich und schließe hiermit diesen Abend, diesen Vortragsabend ab von meiner Seite. Danke, Lili. Auch von meiner Seite ein herzliches Merci vielmal. Und alleine diese Begrifflichkeiten, die ich jetzt mir da notiert habe, aktives Management in der Stadtplanung. Das ist etwas, wo wir echt eine aktive Rolle einnehmen können, egal jetzt, welches Tool wir wirklich verwenden, aber das gerade bewusst machen, das finde ich sehr schön, noch einmal auch dieses dynamische System noch einmal in einer zusätzlichen visualisierten Form dargestellt zu bekommen. Herzlichen Dank für diese vielen unterschiedlichen Eindrücke, nicht nur im Untergrund, sondern auch im Landschaftsraum und in der privaten Stadt. Ja, vielleicht begegnen wir uns ja mal in der Realität oberirdisch. Sehr gerne. Aber in Wien gibt es eine dritte Mann-Führung, haben Sie vielleicht schon gehört, über die in der Kanalisation, dort könnten wir uns auch interessieren. Oh, eine herzliche Einladung von Boku Ina, Frau Bozelitschka, mit herzlich einzeln. Ja. Herzlichen Dank, ja. Und auch im Chat gibt es etliche Dankesworte. Bravo, vielen Dank, auf Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Danke. Okay. Dankeschön.